Lange hatte Wirtschaftsminister Habeck sich vor seinen Staatssekretär gestellt. Noch letzte Woche hatte er beteuert, an Greichen festhalten zu wollen. Es laufe allerdings eine disziplinarrechtliche Prüfung. Und bei der sind wohl noch mehr Verstöße gegen die Compliance-Regeln festgestellt worden. So soll Greichen befürwortet haben, dass der Landesverband des BUND in Berlin, bei der seine Schwester im Vorstand ist, 600.000 Euro bekommen soll. In der Gesamtschau hat sich Patrick Greichen damit zu angreifbar gemacht, um sein Amt noch wirkungsvoll ausüben zu können. Vor diesem Hintergrund sind Patrick Greichen und ich gestern Abend in einem persönlichen Gespräch darin übereingekommen, dass wir die gemeinsame Arbeit nicht fortsetzen. Habeck will jetzt den Bundespräsidenten bitten, Patrick Greichen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Ja, und die Versetzung von Staatssekretär Greichen in den Ruhestand kam dann heute aber doch etwas überraschend. Philipp Menn im Hauptstadtstudio Berlin. Wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen auf die letzten Tage, wie hat sich das bis heute entwickelt? Ja, im Grunde genommen war seit der vergangenen Woche klar, dass Patrick Greichen keinen weiteren Fehler sich erlauben darf oder dass es keine neuen Vorwürfe geben darf gegen ihn. Das war nach der Sitzung des Wirtschaftsausschusses letzte Woche im Bundestag klar, dass es so kommen würde, falls da was Neues auftaucht. Das ist jetzt im Rahmen dieses Prüfverfahrens passiert. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja von Anfang an erklärt, dass es ihm um Transparenz gehe. Er war es auch, der Ende April diesen zentralen Vorwurf öffentlich gemacht hat, dass eben Patrick Greichen seinen Trauzeugen mit zum Chef der DENA gemacht hat. Insofern jetzt die neuen Vorwürfe, die gestern den Wirtschaftsminister erreicht haben, da blieb ihm im Grunde genommen gar nichts anderes mehr über, als im Rahmen des Verfahrens jetzt eben seinen Staatssekretär in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Ist denn jetzt mit der Entscheidung die Sache für Habeck bereinigt durch? Ich denke nicht, denn die Opposition sieht natürlich jetzt die Möglichkeit, aus der Affäre Greichen auch eine Affäre Habeck zu machen. Ursprünglich war der Plan von CDU und CSU, Patrick Greichen in der kommenden Woche nochmal im Wirtschaftsausschuss des Bundestags anzuhören. Jetzt wird man sich vermutlich darauf konzentrieren, dem Wirtschaftsminister selber Fragen zu stellen. Zum Beispiel die Frage, warum er noch so lange an seinem Staatssekretär festgehalten hat. Das heißt, es wird für den Wirtschaftsminister eine sehr unbequeme Zeit, die jetzt ansteht, auch weil Patrick Greichen eine sehr zentrale Figur im Wirtschaftsministerium spielte. Zum Beispiel bei der Umsetzung von Habecks Heizungsgesetz, das ja in den kommenden Wochen ins Parlament eingebracht wird. Und da fehlt jetzt einfach auch das Know-how, um dieses Gesetzgebungsverfahren zügig umzusetzen, muss man sehen, wie der Minister sich da in den kommenden Wochen schlägt. Also Staatssekretär Patrick Greichen wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das war Philipp Menn live aus dem Hauptstadtstudio Berlin. Vielen Dank.